Kennt doch jeder nur als Thilo. Thilo Heckermann, Achim Winkler und Doris Heckermann. Wir sind hier im Zoo Duisburg. Es geht um das Thema Tierpatenschaften. Und Thilo, soweit ich weiß, ist das das Thema, was du hier im Zoo betreust. Sag uns doch einfach mal ein bisschen mehr dazu. Richtig. Seit circa 5 Jahren mache ich das komplett. Zahlen, letztes Jahr waren es 325 Paten ungefähr. Kommen also viele wieder, verlängern also oder auch, kommen aber auch neue dazu und fallen ein paar weg. Aber es liegt immer so um die 320, 350. Und auch dieses Jahr wieder, also beziehungsweise letztes Jahr wieder 2010, habe ich dann den ganzen Spenden 110.000 Euro zusammengekriegt. Herr Winkler, 110.000 Euro durch Tierpaten, ich denke, das ist eine Summe, die dem Zoo ganz schön weiterhilft. Ja, wir können uns nur verneigen vor der Arbeit, die ursprünglich Frau Dr. Heckermann meistens ins Leben gerufen hat, der Sohn Thilo Heckermann jetzt die letzten Jahre weiter betreut und das mit großem Erfolg. Über 100.000 Euro, 110.000 Euro jetzt wieder im Vorjahr zusammengebracht. Gelder, die dem Zoo zugutekommen, um unseren Futteretat zu entlasten. Was kann es für uns Besseres geben, außer in dem Fall wirklich herzlich Dank zu sagen an alle Beteiligten. Doris Heckermann, Sie haben das Ganze ins Leben gerufen. Ja. Was hat Sie dazu bewogen? Mein Vater gehört schon zu denen, die den damaligen Tierpark gegründet hatten. Und das ist in meiner Familie so weitergeblieben. Und dann hatte ich mir gedacht, ich möchte auch irgendwie einen näheren Kontakt zu den einzelnen Tierpaten haben. Und dann habe ich mit Herrn Frese darüber gesprochen und er sagte immer nur, machen Sie mal. Und dann habe ich angefangen und er hat mir ein Konto eingerichtet, was nur für die Tierpaten war. Und da habe ich gesagt, ich will nur versuchen, ich weiß nicht, ob es was wird, ob es sich auch lohnt. Und dann hatte ich von Oktober bis Weihnachten im ersten Jahr schon ein paar tausend Euro zusammen. Und da hat er gesagt, jetzt machen Sie weiter. Und dann habe ich das so weitergemacht und dann wurde das immer mehr. Und dann hat mein Sohn das übernommen, weil die inzwischen krank geworden waren. Aber eine Sache, die Ihnen weiterhin Spaß macht und die Ihnen weiterhin am Herzen liegt. Ja, und die bleibt auch bis zum letzten Abend zu. Wunderbar, das hört sich sehr gut an. Letzte Frage dann nochmal an Thilo. 2011 geht es weiter. Gehst du davon aus, dass der Erfolg genauso groß sein wird wie bisher? Nachdem, also letztes Jahr, wo die wirtschaftliche Lage jetzt relativ bescheiden war, waren die ganzen Bankenkrisen und so weiter, doch immerhin wieder 110.000 zusammengekommen sind, hoffe ich, dass im Jahr 2011 auf jeden Fall zu halten, vielleicht auch noch ein bisschen top. Okay, da muss ich jetzt doch noch eine allerletzte Frage stellen. Wie sind denn die Voraussetzungen, wenn man Tierpate werden will? Muss man da jetzt viel Geld haben oder kann man das schon mit kleineren Beträgen machen? Fängt bei 50 Euro an und geht dann gestaffelt 75 Euro, 100 Euro bis 7.200 Euro für einen Koala. Also mit anderen Worten, es kann sich theoretisch jeder leisten und jeder kann sein eigenes Tier auf die Art und Weise auslegen. Es gibt auch Teilpatenschaften, wenn also einer sich an einem teuren Tier beteiligen möchte, ist das ab 250 Euro möglich. Wunderbar. Dann vielen Dank an alle drei. Gerne. Danke.